BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Gestern hatte der Landesrechnungshof die grün-rote Landesregierung aufgefordert, angesichts der unerwarteten Mehreinnahmen nicht erst ab 2016, sondern schon im laufenden Jahr keine neuen Schulden mehr zu machen. Heute hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann reagiert und den Vorstoß als völlig unrealistisch zurückgewiesen. Bestens und auf Rekordniveau sprudeln die Einnahmequellen im Land und bescheren demselben unerwartet rund 3 Milliarden. Ströme, die die Landesregierung jetzt problemlos in ihren um rund 1 Milliarde defizitären Haushalt lenken könnte, um diesen noch 2014 schuldenfrei zu machen. Wenn sie denn spare, so der Landesrechnungshof gestern. Eine Forderung, die der Ministerpräsident heute nicht nur für 2014, sondern auch noch für 2015 ins Reich der Fantastereien verweist. Wir werden dem Verlangen des Rechnungshofs nicht nachkommen können, schon 2015 auf die Null zu gehen, weil wir, was den Hochschulpakt und andere Fragen betrifft, einen hohen Investitionsbedarf haben. Einen hohen Sanierungsbedarf. Die Gelegenheit zu einer Retourkutsche am Landesrechnungshof ließ Kretschmann heute aber aus. Dieser ist unter anderem wegen nicht erfolgter Prüfungen kostspieliger Geschäfte mit der Bahn zu Zeiten der Vorgängerregierungen in die Kritik geraten. Ja, mich kann natürlich vieles nachdenklich stimmen, aber ich kann mich zu vielem nicht äußern. Und das ist so ein Punkt, es ist klar geregelt, dass der Rechnungshof agiert ohne Einflussnahme der Regierung. Daran werde ich mich ganz strikt halten. Eine öffentliche Kritik an einer unabhängigen Behörde, so Kretschmann heute, stehe ihm nicht zu. Stroh zu Gold machen. Unter diesem Motto will die grün-rote Landesregierung die Entwicklung sogenannter Bioökonomieprodukte mit Fördergeldern in Höhe von 13 Millionen Euro voranbringen. Von Produkten also aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Wirtschaft soll so im globalen Wettbewerb Zukunftsmärkte erschließen, zum anderen fördere man so die Nachhaltigkeit. Es sind nachwachsende Stoffe wie Gräser, die in überreichem und vielfältigem Maße in der Natur vorkommen. Ebenso praktisch kostenlos sind biologische Überbleibsel wie Baumrinde oder Holz. Doch was kostenlos ist, kann sich entsprechend industriell verarbeitet, zum Beispiel in teure Fasern verwandeln. Auch diese Dübel der Firma Fischer aus Waldachtal sind nachhaltig. Sie werden überwiegend aus Rizinusölbestandteilen produziert, dem Samen des tropischen Wunderbaums. Die Erfindung genau solcher Produkte will die Landesregierung jetzt fördern, mit dem Start des Förderprogramms Bioökonomie, das, so die Bedingung, verschiedene, vor allem universitäre Forschungsakteure an unterschiedlichen Standorten und mit unterschiedlichen Stärken vernetzen und auf den Weg bringen soll. Es geht also darum, Unternehmen, unsere Wirtschaft darin zu unterstützen, wegzukommen von der erdölbasierten Wirtschaftsweise und hin zu einem Umgang mit Ressourcen, der zunehmend auf nachwachsende Rohstoffe setzt und eben da in dem Sinne auf eine nachhaltige einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch setzt. Als Land mit einer starken Forschungslandschaft böten sich dem Land hier bisher oft ungenutzte mannigfache Vernetzungspotenziale. Die brächten nicht nur die Nachhaltigkeit voran, vielmehr ergäbe sich langfristig auch ein globaler Wettbewerbsvorteil. Damit übernehmen wir erst unsere globale Verantwortung, dass wir es zeigen können, dass wir es nicht nur müssen, wenn wir den Planeten nicht ruinieren wollen, sondern dass wir es auch können. Und dass wir es können ohne Prosperitätseinbußen, das ist eigentlich sozusagen die Botschaft, die damit verbunden ist. Von den insgesamt 13 Millionen Euro Fördergeldern sollen bis 2017 zunächst rund 9 Millionen in den Ausbau der bisher ausgewählten Teilprojekte fließen. Diese umfassen die Themen Biogas, die Herstellung neuer Materialien aus holzartiger Biomasse sowie die Nutzung von Algen für Nahrungs- und Futtermittel. Theoretisch müsste Baden-Württemberg schon ab diesem Jahr keine neuen Schulden mehr machen. Zu diesem Schluss kommt zumindest der Rechnungshof, denn der Landeshaushalt scheint wegen Rekordeinnahmen gut aufgestellt zu sein. Mit seiner Denkschrift 2014 hat die Behörde heute auch aufgezeigt, an welchen Stellen das Land noch mehr sparen könnte, aber auch, wo es sinnlos Geld verschwendet habe. Der baden-württembergische Rechnungshof begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, ab 2016 keine neuen Schulden mehr aufzunehmen und auch die Nettokreditaufnahme zu reduzieren.
Dem Präsidenten Max Munding zufolge sei aber noch mehr möglich. Wir haben für das Jahr 2013 einen Haushaltsüberschuss von einen kassenmäßigen Haushaltsüberschuss von 3,2 Milliarden. Es ist so, dass die 3,2 Milliarden nicht frei zur Verfügung stehen, aber es ist dort genügend Puffer drin, um auch bereits 2014 ohne neue Schulden auszukommen. Die Steuerschätzung vom Mai habe zudem ergeben, dass das Land 2014 400 Millionen Euro mehr Steuern einnehmen könne als geplant. Ende 2013 habe das Land einen Schuldenstand von rund 45 Milliarden Euro gehabt. Es hat jetzt nach dem Quartalsbericht März 2014 einen Schuldenstand von etwas über 40 Milliarden. Also eine durchaus tolle Entwicklung. Sie zeigt, dass das Land offensichtlich im Moment keine Liquiditätsprobleme hat. Spielraum sei derzeit also vorhanden. Für eine dauerhafte Konsolidierung des Haushalts seien aber einige strukturelle Änderungen nötig, um die Ausgaben langfristig zu mindern. So sieht der Rechnungshof Einsparpotenzial von 4,6 Millionen Euro beim Dienstreisemanagement des Landes. Außerdem gäbe es Vorschläge, dass der Bund mit den Mitteln aus dem Solidaritätszuschlag die Kreditzinsen der Länder finanzieren solle. Warum nicht einen Teil wenigstens des Solidaritätszuschlags in eine Ergänzungsabgabe der Länder umzuwandeln, verbunden mit einem eigenen Hebesatzrecht der Länder? Damit hätten die Länder selber einen, wenn auch kleineren, eigenen Gestaltungsspielraum, wo sie auch durch eigene Hebesätze ihre Einnahmen gestalten können. Trotz der derzeit guten Haushaltslage hagelte es auch einige Kritik von Seiten des Rechnungshofes. Beispielsweise die Anbringung von, Zitat, nutzlosen Verkehrszeichen, wie die Streckenbeeinflussungsanlagen an der A8 und A81. Das Land hat die Investitionskosten zusammen 1 Million übernommen. Investitionskosten für Bundesfernstraßen muss der Bund als Träger der Straßenbaulast tragen. Zukunft, was jetzt damit geschieht, offen. Wenn sie beibehalten werden, muss das Land dann darüber hinaus auch den Betrieb und die Wartung finanzieren. Laut Munding seien die Zeichen eine gut gemeinte Idee, die das Land aber hätte zu Ende denken müssen. Darüber hinaus stehen noch einige andere Themen zur Debatte in der Denkschrift des Rechnungshofes, die im Internet komplett zugänglich ist. Die Thuninger Bürger wollen kein Großgefängnis. Beim Bürgerentscheid gestern in der 3000-Einwohner-Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis stimmten 56,8% gegen den geplanten Gefängnisneubau. Nur 43,2% waren dafür. Von der Landesregierung hieß es, man werde jetzt die weiteren Standorte vertiefend prüfen und untereinander abwägen. Zur Auswahl stehen Rottweil, Weikheim bei Villingen-Schwenningen und Meßstetten. Rekultivierung einmal anders. Aus einem Ölschiefersteinbruch bei Dormettingen im Zollernalbkreis ist ein kleiner Freizeitpark entstanden. Gemeinsam mit der Gemeinde hat der ehemalige Betreiber, die Firma Holzim, das Projekt entwickelt. Fördergelder der Europäischen Union gab es im Rahmen des Programms LIDER. Mit Kinderspielplatz und Klopfplatz sowie verschiedenen Möglichkeiten zum Entspannen soll das Gelände jetzt zur Wohlfühloase stressgeplagter Familien werden. Die Unterhaltskosten hofft die Gemeinde durch Eintrittsgelder aufzubringen. Infrastrukturminister Winfried Herrmann lobte das Projekt und würdigte es als Beispiel für eine naturnahe Flächenrückgewinnung. Wie hier in Tübingen haben gestern Abend und in der Nacht im ganzen Land Hunderttausende den Halbfinalsieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im WM-Halbfinale gefeiert. Die Jubelszenen blieben wie hier auch in Tübingen überwiegend friedlich. In Ludwigsburg gab es laut Polizei eine Schlägerei. In Göppingen wurde ein 19-Jähriger von einem Auto erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.